Hallo an alle und willkommen zurück zu Gunfire Reborn, zu einem neuen Run. Vielleicht schaffen wir es dieses Mal mal wieder den Boss zu besiegen. Wir haben es ja bis jetzt erst einmal geschafft. Und die letzten zwei Runs liefen jetzt leider auch nicht perfekt. Und wir haben hier schon eine erste Waffe. Die nehmen wir natürlich gerne mal mit, auch wenn ich die, glaube ich, noch nie gespielt habe. Und wir gehen hier in das erste Versteck rein. Wir müssen hier irgendwas kämpfen auf jeden Fall. Und ich probiere mal einfach aus, wie die Waffe hier so abgeht. Oh, okay. Gar nicht so schlecht. Auch wenn ich nicht viel Munition leider habe. Wobei, jetzt habe ich wieder gut. Okay. Jo. Ja, geht eigentlich ganz gut ab, würde ich sagen, die Waffe. Kann ich mir mal merken, dass ich die immer mitnehme eigentlich. Wobei, immer weiß ich nicht. Aber kann man auf jeden Fall gut mitnehmen. Gut, wir haben eine Rolle. 3 Sekunden lang plus 40% Bewegungsgeschwindigkeit nach Verwenden von Sprint. Natürlich nehmen wir das mit. Bewegungsgeschwindigkeit geht immer gut. Daran soll es eigentlich nicht scheitern hier, dass wir zu wenig Sprintgeschwindigkeit jetzt haben, wenn wir die Rolle hier haben. Okay, nachladen kann ich auf jeden Fall auch. Das ist wichtig. Manche Waffen kann man ja nicht nachladen. Die laden sich nur auf dann. Alright, alright. Weiter geht's. Was kann ich hier eigentlich machen? Ah, okay. So. Was auch immer das bringt. Oh, das wollte ich natürlich nicht. Lenkt das irgendwie die ganzen Schüsse dann da rein oder wie funktioniert das? Wahrscheinlich sowas irgendwie in der Art. Naja, keine Ahnung. Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber muss irgendwie sowas sein. Gut, wir können wieder auswählen. Erweiterter Schild 1. Nach Verwendung von Energiesphäre Schildwiederherstellung 6 Sekunden lang um 30% beschleunigt. Feuerschaden plus 40%. Nach Verwendung von Rauchgranaten. Ah, das brauchen wir nicht. Feuerschaden mitnehmen. Können wir vielleicht noch gut gebrauchen später. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Werden wir sehen. Gut, da werden wahrscheinlich noch ein paar mehr irgendwo herkommen. Jawohl. Oh, Granate. Und neuer Raum, neues Glück. Muss mal nachladen wieder. Da habe ich jetzt gerade auch gut daneben geschossen, wenn ich ehrlich bin. Aber wir machen hier eigentlich echt alle ziemlich gut weg, würde ich sagen, mit der Waffe. Läuft doch ganz gut. Pushen wir mal ein bisschen nach vorne. Oh, das ging natürlich daneben. Stark. Wäre auch zu schön gewesen, wenn ich getroffen hätte. Gut, gut. Aber die Waffe regelt hier ein bisschen. Ist hier noch irgendwas versteckt? Nein. Ah doch, eine Kiste natürlich. Die hätte ich jetzt fast übersehen. Zum Glück. Habe ich noch kurz geguckt. Ein Kelch. Korrosionsschaden plus 40%. Durch Rauchgranaten betroffene Feinde explodieren nach ihrem Tod. Nach Verwendung von Energiesphäre... Korrosionsschaden, würde ich sagen. Gut, gut. Weiter geht's. Level 3. Und wir haben hier ein Versteck, in das wir natürlich reingehen. Da oben war ein Gegner, okay. Wir haben hier wieder anscheinend Feuer. Und ich stehe hier gerade gut unter Beschuss. Ich habe schon wieder gut Leben verloren, Mist.
treffe aber mit den... Jetzt gerade habe ich echt gar nichts getroffen gefühlt. Okay. Schnell durch hier. Und die Kiste natürlich hier nehmen. Plus 35% Waffenschaden und Fähigkeitsschaden, einschließlich Explosionsschaden. Ein kritischer Treffer sorgt aber nicht für zusätzlichen Schaden. Ich nehme es einfach mal mit, würde ich sagen. Ich weiß nicht, werfe ich wahrscheinlich gleich wieder weg. Weil ich glaube, ich schon öfters mal kritische Schaden treffe. Wobei ich muss dann halt nicht richtig gut treffen. Was natürlich geil ist eigentlich. Und wir haben wieder unser Leben gut nach oben bekommen, zum Glück. Fast wieder voll. Okay, wir haben wieder volles Leben. Geil. So kann es doch laufen. Und eine goldene Kiste hier. Magische Tränke für eine bessere Konstitution. Schnell, bevor alles weg ist. Roten magischen Trank wählen. Plus 14, 18 Max LP oder plus 12 Max LP. Ne, ich lasse es mal, oder? Oh, shit. Hab ich mich erschrocken. Holy fuck. Oh, mein Herz, mein Herz. Dass ich noch am Leben bin. Oh, fuck. Oh, fuck. Fuck, fuck. Muss mal wieder runterkommen hier. Damit habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet. Scheiß die Wand an hier, Alter. Kranker Scheiß. Oh, shit. Lauf doch nicht so viel hin und her jetzt. Ich treff nix. Wollte gerade sagen, gibt's eigentlich hier nicht noch eine andere Waffe. Aber da vorne liegt zum Glück ein Raketenwerfer. Ich stehe hier gerade gut unter Beschuss. Ich sollte mal weg hier. Okay, gut. Den Raketenwerfer nehmen wir natürlich gerne mit. Auch wenn ich damit super langsam bin. Und die Kiste auch noch schauen, was hier drin ist. Wir können wieder was wählen. Chance von 50%, dass Energiesphäre zweimal explodiert. 30% auf dreimal und 10% auf viermal. Okay. Energiesphäre verfügt über eine weitere Ladung. Das ist natürlich geil. Und nach Verwendung von Rauchgranaten. Eine weitere Ladung. Komm schon. Und wir gehen ins Versteck rein. Okay, wir müssen hier wieder durchkommen. Das kann ja nur wieder gut werden. Den perfekten Moment abwarten. Okay. Hat leider nicht ganz geklappt. Jetzt warte ich kurz, bis mein Schild wieder voll ist. Vollgeladen hier. Kann ich gleich mal schauen, wie die hier runterrollen überhaupt. Jetzt komm. Nein. Jetzt. Nein. Oh. Schon wieder ein bisschen Leben verloren. Das gibt's doch nicht. Wieso schaffe ich das hier nicht? 10 Sekunden lang plus 5 Elementarschaden, wenn du einen Feind tötest, der unter einem Elementareffekt leidet. Nehmen wir das doch gerne mit. Und da vorne lag doch noch hier so ein Törtchen. Perfekt. Haben wir gleich wieder volles Leben. Und der letzte Raum wieder, wie üblich. Vor dem Bosskampf.
wette mit dir, die Waffe kann man auch viel besser benutzen irgendwie. Aber gut, wir versuchen natürlich das Beste hier rauszuholen. Verfluchte Schriftrolle. Schriftrolle, genau. Schriftrolle erhalten, kostbare magische Schriftrolle erhalten. Ne. Beschädigte magische Schriftrolle erhalten. Nehmen wir das mal. Was heißt zerbrechliche Körper haben wir erhalten? Das ist gar nicht gut, glaube ich. Nee. Oh, nicht gut. Egal. Versuchen wir es trotzdem. Fahrender Händler, was haben wir hier? Natürlich noch mal Waffen. Ich glaube, da nehme ich eine Waffe mit. Ich nehme die hier. Anstatt... Ja doch, das passt genau. Eine Schriftrolle after... Komm schon. Ich will nicht zu viel Schaden jetzt hier. Den Raketenwerfer habe ich ganz vergessen. Den hätten wir schon früher verwenden sollen. Okay, was bringt es hier? After taking damage, all hits will become crit hits within 3 seconds. Ja, nehmen wir das. Und wir haben wieder Leben. Nice. Und wieder der Raum, den ich hier komplett hasse, Alter. Der schlimmste Raum von allen, finde ich. Ausweichen. Von wo? Von drüben wahrscheinlich. Jetzt kommt die auch noch. Shit, jetzt bin ich echt gleich down. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das kann es doch nicht geben. Ich muss weg hier. Granaten werfen. Ich bin echt down. Nein. Nie im Leben bin ich so früh down gegangen. Nein. Das ist... Och. Fuck, ey. Das war so schlecht. So schlecht war ich ja schon lange nicht mehr. Nicht mal bis zum Boss gekommen. Och. Ist das traurig. Nur 26 Punkte hier bekommen. Och Mann. 26 Punkte nur. Dann versuche ich das hier hochzubekommen, denke ich mal. Max Schild plus 10 haben wir dann. Ja, komm. Och Mann. Das ist ja echt peinlich hier. Och Mann. Okay, wir haben hier eine neue Schriftrolle bekommen. Die 3 hier, okay. Nicht mal bis zum Boss. Okay, egal. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, könnt ihr es mich natürlich gerne wissen lassen. Würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt, was ihr noch besser machen würdet. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, genau. Könnt ihr, dadurch würdet ihr mich auf jeden Fall richtig unterstützen. Ich sollte erstmal vielleicht richtig reden lernen. Auf jeden Fall, ja, ich hoffe, dass wir uns dann bei anderen Videos nochmal sehen. Bis dahin, macht's auf jeden Fall gut, haut rein und ciao.